Aus dem Windschatten von Pironi heraus wieder an die zweite Stelle vorgekommen. Pironi seinerseits bereits angegriffen von Alan Jones. Ich habe Ihnen gesagt, dass im Training die Ligier-Wagen auf der Geraden nicht die allerschnellsten waren, 285, 25 Kilometer pro Stunde langsamer als die Renault Turbos. Zeitlupenwiederholung, Arnoux an Pironi vorbei, Arnoux zweiter, Pironi dritter. Wir warten bei Start und Ziel auf Jacques Lafitte, den führenden